Ja, ich heiße Bernhard Stummer und bin beim Österreichischen Alpenverein, genauer gesagt beim Alpenverein Edelweiß in Wien. Und wir sind so im Rahmen des Powerwalks unterwegs. Wir sind schon auf dem Weg von Wien nach Innsbruck unterwegs und werden nach Innsbruck, die Stadt mit dem goldenen Dachl und mit dem 150 Jahre Alpenverein, auch erreichen. Heuer gibt es ja ein Sonderjahr mit 150 Jahre Alpenverein, 1862 gegründet und ein, wie ich meine, sehr blühender Verein, der jährlich viele zuwächst, viele Mitglieder neu anzieht, große Zuwächse hat, weil er aktiv, sicher ist, weil man dort mehr erleben kann, weil man ganz einfach sich mit Freunden in der Natur bewegen kann und weil das eine sehr große Plattform ist, Bewegung zu machen, vom Wandern bis zum Expeditionsbergsteigen, alles. Gehen wird oft so als langweilig empfunden. Ich empfinde es überhaupt nicht so. Ich empfinde es gesund, schön, kommunikativ oder auch ein bisschen was für introvertiert sein und einmal sich herausnehmen, zurücknehmen. Und, aber der Anteil, wo man eben beim Gehen mit anderen auch unterwegs ist, vielleicht kennt ihr einmal irgendjemanden, den ihr mitnehmen wollt noch. Und schaut, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Ja, wie bin ich eigentlich zum Alpenverein gekommen? Ich war in der Mittelschule und dort war mein Turnlehrer beim Alpenverein, in dem Fall bei der Edelweiß, und daher bin ich dann auch dorthin gekommen, also irgendwie zufällig. Gewandert bin ich mit meinen Eltern und mit Verwandten und da hat irgendwas hat mich anscheinend so angesprochen, und man gesagt hat, das ist was. Und jetzt bin ich schon relativ lange dabei und auch schon eben jetzt da in verschiedensten Funktionen tätig, inklusive einer Funktion im Bundesausschuss, das ist ein Entscheidungsgremium im Alpenverein. Und das tagt häufig in Innsbruck und dort ist ja auch der Sitz des Hauptvereines bzw. Dachverbandes des Alpenvereins. Wichtig ist dort sowohl Tradition als Tätigkeit, wichtig ist Erleben, wichtig ist für junge, für mittlere, für ältere Personen. Wichtig ist, dass man etwas tut, wo man sich freuen kann darüber, wo man ein gutes Gefühl kriegt, was man nachher oder auch während der Tätigkeit eigentlich irgendwie sagen kann, schön war's.